In diesem Video kommen wir jetzt wahrscheinlich zum wichtigsten Konzept der objektorientierten Programmierung, nämlich der Vererbung. Vererbung oder auf Englisch Inheritance ist jetzt erstmal vielleicht nicht ganz, die Analogie ist nicht ganz korrekt, weil man immer an Kinder und Eltern denkt und das ist nicht hundertprozentig genau die richtige Beschreibung für das, was in der objektorientierten Programmierung eigentlich passiert. Wenn wir über Vererbung reden, meinen wir eher eine Konkretisierung oder eine höhere Genauigkeit der Angaben von verschiedenen Klassen. Es geht darum, dass man zum Beispiel hat man Menschen. Menschen haben normalerweise einen Namen, sie haben hoffentlich eine Adresse, sie haben da ein bestimmtes Alter. Diese Menschen haben aber verschiedene Berufe. Sie können Studenten sein, sie könnten Dozenten sein, die könnten in der Verwaltung arbeiten, sie könnten auch irgendwo außerhalb der Universität arbeiten oder eben gar nichts tun, vielleicht sind sie noch Kinder. Diese Konkretisierung von Mensch zu einem bestimmten Beruf oder von Mensch zu Frauen und Männern, dieses Dazunehmen von Genauigkeiten oder umgekehrt die Abstraktion davon, nennen wir in der objektorientierten Programmierung eine Vererbung. Das äußert sich daran, dass man eine sogenannte Grundklasse definieren kann, wie zum Beispiel einen Menschen. Versuchen wir es doch mal hier. Ein Mensch. Wenn ich einen Mensch habe, dann hat er verschiedene Felder. Der hat zum Beispiel einen Namen. Er hat ein Alter und er hat vielleicht auch eine Adresse. Nehmen wir es jetzt einfach halber, dass er tatsächlich hat. Und dann kann man diese Menschen auch etwas konkretisieren. Innerhalb von einer Universität, im Kontext einer Universität, kann man vielleicht von einem Studenten reden, vielleicht auch von einem Dozenten. Diese Student und Dozent haben jetzt zusätzliche Felder. Das heißt, ein Student ist ein Mensch, aber er hat auch zusätzliche Felder, zum Beispiel einen Studiengang und Semester. Und ein Dozent andererseits hat vielleicht auch einen Studiengang, da wo er unterrichtet, aber er hat auch zum Beispiel einen Titel. Das haben Studenten meistens nicht, jedenfalls nicht akademische Titel. Und vielleicht kann man sogar seine Erfahrung in Jahren angeben. Das Beispiel ist jetzt nicht besonders spannend, aber es ist da, Vererbung zu veranschaulichen und zu erklären und nicht irgendwie besonders interessant zu sein. Wie sieht das jetzt das Ganze aus? Alle diese sind jetzt Menschen, richtig? Aber der Student ist eine etwas konkretere Beschreibung von einem Menschen und ein Dozent ist auch etwas konkreter als ein Mensch. Ein Student ist allerdings kein Dozent. Ein Dozent ist kein Student, aber ein Student ist ein Mensch und ein Dozent ist ein Mensch. Das ist jetzt eine Repräsentierung, eine Repräsentation, die man sagen wir mal spontan im Alltag so darstellt. Um das etwas genauer und fachlich, informatiktechnisch ein bisschen korrekter darzustellen, brauchen wir etwas anderes und zwar ein sogenanntes UML-Diagramm. UML ist eine Sprache zur Beschreibung von Vererbungsstrukturen. Hier werden wir das aller einfachste Beispiel nehmen, wer von wem einfach vererbt. Damit wir das erste Mal gesehen haben, UML an sich ist viel, viel größer und komplizierter. Das brauchen wir aber in unserem Kurs hier gar nicht. UML steht übrigens für Unified Modeling Language. Also es ist eine Sprache zum Darstellen und nicht zum Programmieren. Wie sieht es dann dort aus? Normalerweise repräsentiert man in UML eine Klasse mit so einem Kästchen, wo man ganz oben den Namen der Klasse angibt. In unserem Fall ist es ein Mensch.
Dann gibt man in dem zweiten Teil, im mittleren Teil des Kästchens, die Felder, die er hat. Wir haben uns geeinigt auf Name, Alter und Adresse. Und dann im unteren Teil des Kästchens kommen alle seine Methoden. Natürlich die ein bisschen interessanteren Methoden, nicht die Konstruktor und Destruktor. Das macht man manchmal, aber eher selten. Sondern sagen wir mal, er wird jetzt, dieser Mensch wird nur eine einzige Methode besitzen, damit wir das Ganze ein bisschen kleiner halten, nämlich eine, die seine Basisdaten repräsentiert. Ich nenne das jetzt einfach Basisdaten. Der druckt sie einfach aus. So. Jetzt brauchen wir die anderen zwei Klassen. Und man sagt, der Student erbt von dem Menschen. Das heißt, ich baue mir jetzt auch wiederum so ein Kästchen hier. Oben steht jetzt ein Student. In der Mitte steht jetzt, wir haben uns geeinigt auf zusätzlich Studiengang und Semester. Und unten wird er erstmal gar keine zusätzlichen Methoden haben, aber vielleicht werden wir diese Basisdaten auch nochmal reinnehmen. Im Moment, jetzt werde ich es nicht erklären, was der Zusammenhang zwischen diesen zwei Basisdaten, einmal blau, einmal schwarz ist. Das machen wir ein bisschen später. So, und dann brauche ich noch den Dozenten. Ich brauche wieder so ein Kästchen. Das ist der Dozent. Der hat auch einen Studiengang und Erfahrung. Und Titel. Und als einzige Methode wird er auch wiederum diese Basisdaten haben. Man kann allerdings auch zusätzliche Methoden machen. Damit das klar und deutlich ist, dann werden wir uns beim Studenten noch eine machen. Und zwar Get-Semester. Einfach mal so aus Spaß. Damit man klar und deutlich sagt, damit wir es sofort sehen können, dass die zusätzlichen Methoden, dass jeder von der späteren Klassen, der sogenannten Kinderklassen, zusätzliche Methoden natürlich definieren kann. Wie stehen jetzt diese drei in Bezug aufeinander? Mensch haben wir gesagt, das ist unsere Grundklasse. Die anderen erben davon. Das bedeutet, das macht man in UML, indem man von diesem Kästchen auf dieses Kästchen einen Pfeil malt oder anzeigt. Das bedeutet, Student ist auch ein Mensch, er erbt von dem Menschen. Und der Dozent erbt auch von diesem Menschen. Damit wird auch klar, dass Student und Dozent haben erstmal nichts wirklich Gemeinsames. Die haben keinen Bezug aufeinander, bis auf die Tatsache, dass sie beide Menschen sind. Was bedeutet das jetzt in unserer Programmiersprache oder in unserem, sagen wir mal, in unserem Programm? Das bedeutet, dass ein Student alle diese Felder besitzt. Er besitzt Studiengang, Semester, Name, Alter und Adresse. Und er besitzt zwei Methoden, Basisdaten und Get-Semester. Ein Dozent besitzt Studiengang, aber eben sein Studiengang, nicht den des Studenten. Sagen wir mal, der Kontext ist unterschiedlich. Er besitzt auch das Feld Erfahrung, Titel, Name, Alter und Adresse. Und als Methoden besitzt er nur eine, nämlich Basisdaten. Dozent und Student, nochmal, haben nichts miteinander zu tun. Mensch und Student haben einen Bezug aufeinander. Dozent ist auch ein Mensch. Damit haben Sie erstmal diesen Überblick, was ist eigentlich Vererbung. Vererbung ist sehr, sehr wichtig, weil man damit tatsächlich diese konkretere Angaben machen kann. Und es ist sehr, sehr praktisch, wenn man größere Systeme programmiert, indem man so eine Art hierarchische Struktur von Vererbung vorstellt. Das ist tatsächlich mit der Zeit, wird es später auch etwas sichtbarer, wenn wir unseren konkreten Beispiel machen im Programm, wird es ein bisschen besser sichtbar werden, was ist jetzt tatsächlich hier das Neue und was ist eigentlich so daran so toll. Das sehen wir eben im nächsten Video. Dankeschön.